So, ja, nochmal herzlich willkommen wieder zu Steel Ocean hier. Ich hab grad ein Problem gehabt, ich konnte gerade nicht aufnehmen. Was ist das? So, ich fahre hier U2A im herrlich unrealistischen Steel Ocean. Muss mich gerade erstmal damit beschäftigen, wie hier irgendwas funktioniert. Ich hab's ja schon gefahren, aber ich hatte nichts aufgenommen bisher. So, wie man sieht, anders als bei World of Warships, geht man hier auch mal gerne nur zu viert rein. 4 gegen 4, kein Problem. Müssen wir halt irgendwie durch. Und, ja, ich komme auf Vollfahrt. Ich fahre maximal 16 Knoten, höchstens. Und was mich hier echt stört, ich habe ja schon mal so ein Kritikvideo gemacht hier zu Steel Ocean. Und das kam so gut bei euch an, als ich gesehen habe. Ich habe wohl einige Fanboys damit irgendwie vergrätzt, wie man so sagt. Denn da gab es auch eine negative Bewertung, aber es stimmt nun mal. Das Spiel ist absolut unrealistisch. Und so schnell wie die Schiffe zurücksetzen, das gibt's nirgendwo. Das gab's auch nicht im Zweiten Weltkrieg, geschweige denn im Ersten. Ja. Die halten sofort an und fangen rückwärts mit, weiß ich nicht, 20 Knoten oder so. Das war lächerlich eigentlich. Ja. Vor allen Dingen können alle Geschwindigkeiten innerhalb von ein paar Sekunden ohne Probleme werden sie ausgeführt. Das ist eigentlich ist das tödlich. Aber ist okay. Darum geht's jetzt nicht. Ich nehme das Spiel auch nicht so ernst. Ich weiß nicht mal, warum ich das spiele. Fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Denn, ey, wenn du so scheiße findest, dann spielst du doch einfach nicht, du Penner. Ja. Könnte man sagen. Wahrscheinlich spielt es aus irgendwelchen nostalgischen Gründen. Weil, oh, fuck. Wahrscheinlich fand ich es einfach nur... wie soll ich sagen? Ja, Nostalgie. Das muss pure Nostalgie sein. Das muss pure Nostalgie sein. So, unter Wasser bin ich natürlich nur bei ungefähr 12 Knoten. Aber ich will es auch nicht weiter über das Spiel meckern. Ich will einfach mein Match machen. Steht er da? Nee, der steht nicht. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie schnell was hinbekomme. Irgendwo. Da. Das Blöde ist, ich darf jetzt auch nicht zu nah ranfahren, denn die Torpedos aktivieren sich ja erst nach einer bestimmten Zeit. Der Typ ist direkt vor mir. Komm hier, komm. Ein bisschen langsamer fahren. Bin ich stehen geblieben. Das ist auch bekloppt. So. Der Kollege hat mich entdeckt, knallt die Wasserbomben in meine Fresse. Und ich wundere mich jetzt, eigentlich ehrlich gesagt, warum ging die schon wieder vorbei? Okay, hier kommt ein Torpedo auf mich zu. Und der nächste. Aber okay, ich bin ja noch dabei. Der Typ hat irgendein Problem mit mir. Kann er auch haben. So, offensichtlich, wie man sieht, bin ich so nah, dass die Torpedos nicht funktionieren. Gut, das tut es natürlich auch bei World of Warships. So, er hier. Ich muss jetzt wirklich langsamer fahren. Wenn ich Pech habe, ist er gleich weg. Das wäre natürlich scheiße. Und ich brauche noch über 11 Sekunden, bis die Dinger hier mal nachgeladen werden. Und wie ihr seht, er fährt sehr schnell zurück. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch funktionieren würde. Jupp, da habe ich einen abbekommen. Da senke ich den. Tatsächlich. Das muss ich auch schnell zusehen, ey. Ist natürlich blöd, weil man hier alles von Hand machen muss. Und ich bin abgesoffen. Jetzt bin ich verreckt. Das war's gewesen eigentlich hier schon, denn ich kann nicht weiter. Wir können mal kurz zugucken hier, wie die anderen das machen. So, ich habe immerhin ein Schiff versenkt. Mein bestes Spiel bisher war mit der... wie hieß denn das Ding? Mine Kase, die ist hier Tier 1. Die Minekase ist hier Tier 1 und damit hatte ich ein Gefecht, wo nur drei Gegner waren, habe ich drei Kills gemacht. Das heißt, ich habe alle selber gekillt und war der letzte Spieler. Oh no, ich habe das Screenshots von, wenn ihr wollt, leider hier hoch, schick sie euch. Ohne Quatsch. Also, wie gesagt, drei Gegner, 3 gegen 3 und ich habe alle versenkt. Das war eigentlich ganz cool, aber es war halt Rang 1. Gut, das ist jetzt hier Rang 2 bis 3, das ist auch nicht so wild. Und
Ja, es sind nur noch zwei Spieler da. Das ist natürlich blöd für die beiden jetzt, weil hier nur noch was soll ich jetzt sagen? Ja, nur noch U-Boote unterwegs sind, genau. Also nur noch U-Boote unterwegs. Schwer zu sagen, wer hier was. Okay, wir cappen gerade. Hier geht es ja darum, entweder alle vernichten oder cappen. Ganz klar, man kennt ja dieses Spiel-Movie. Der U-Boot wurde gesichtet, der Kollege musste mal auftauchen. Dann schieß doch mal auf den. Er ist doch nicht aufgetaucht. Doch, er ist aufgetaucht, weil sonst hätte er keinen Schaden abbekommen. Denn ich glaube nicht, dass Mr. Wizard da jetzt über ihn war. Man kann ja die Wasserbomben... Finde ich auch blöd. Die Wasserbomben können leider nur direkt über dem Schiff abgelassen werden. Also man muss natürlich wissen, wo ist der Wasserbombenwerfer. Die werden einfach nur reingeschmissen und explodieren dann. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Allerdings wurde ich nicht getroffen von den Dingern. Einmal war ich auch sehr tief. Man kann ja zwei Tauchtiefen hier... Also Y drücken ist man normaler Tauchtiefe und dann nochmal Y ist man ja noch tiefer. So dass man überhaupt nicht mehr getroffen wird. Das Problem ist, man muss auch zweimal X drücken, damit man wieder auftaucht. Und wenn man dann absäuft, ja, dann hat man ein Problem. So, wir cappen immer noch. Ich glaube, die wollen auch einfach hier nur rumfahren und cappen. So, eins derer Schiffe cappt auch. Das würde eine knappe Sache werden. Ist eigentlich nicht so spannend, weil es ist nicht... Das Problem ist, entweder hat man wirklich unheimlich viele Spieler, die auch dann nur auf ein einziges Schiff jagen. Oder, so wie vorhin, da hänge ich echt an so einer Insel fest und hinter mir auch eine Insel. Bin gar nicht mehr rausgekommen beim fetten Schlachtschiff. Und da ist natürlich einer die ganze Zeit um mich rumgekreist. Ich weiß gar nicht, wie viele Torpedos er abgefeuert hat. Ich glaube, der hat ohne Quatsch 20 Torpedos auf mich abgefeuert. Und... Hat aber nicht getroffen, weil er einfach immer zu nah war. So, ich glaube, der will über ihn rüberfahren, könnte ich mir vorstellen. Und warum feuert er jetzt Torpedos ab? Yep. Das meine ich nämlich. Jetzt hat er wohl auch einigen Schaden an ihm verursacht. Kann sein, dass er sofort repariert hat. Vielleicht mit diesem Gold Repair. Das kaufe ich mir natürlich hier nicht. Ich habe zwar ein bisschen Gold, aber das habe ich nur mal bekommen. Durch irgendwas, was ich hier erfüllt hatte. Ich glaube, als ich meinen ersten Flugzeugträger gekauft habe, die Vogue. Da habe ich das bekommen. Ich denke, wir werden hier gewinnen. Sieht jedenfalls schwer danach aus. Und da werde ich mal gucken, wie meine Gefechtsleistung ist. Schade, dass er den nicht noch fertig kriegt, aber jetzt könnte er ja noch ein paar Torpedos raushauen. Und wir müssten gewonnen haben. Jupp. Also auf jeder Seite zwei Spieler weg. Und wir haben gewonnen. Ja, Good Game ist relativ, ne? Es lief ja nicht, erstens nicht so lange und zweitens ist ja auch nicht viel passiert. So. Gucken wir kurz auf die Details. Ja, wir können hier nochmal. So. Damage habe ich zweimal gemacht, also zwei Torpedotreffer müssen das ja gewesen sein. Und Assist. Und ein Kill. So, mein Team insgesamt hat sich folgendermaßen geschlagen. Achso. Hier sind die Details. Hier mit VIP hätte ich ein bisschen mehr bekommen, aber weiß ich nicht. Ich spiele hier einfach zu selten. Leider, das Spiel greift mich einfach nicht so. Und habe ich viel Kohle ausgegeben eigentlich. Naja gut, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. So, ey, ohne Quatsch, ich habe jetzt gut, fast 10 Minuten gewartet auf das verdammte Match hier. Das ist einfach lächerlich. Ja. Und jemand meinte mir, insgesamt spielen gerade 450 Spieler und wir haben es 18 Uhr. An einem Feiertag. 18 Uhr an einem Feiertag, 450 Spieler. Okay, das ist hardcore. Aber egal, kann man nicht ändern. Ich finde schon krass, wir haben schon wieder so eine kleine Gruppe hier. Und ich bin das einzige U-Boot auf meiner Seite, wie man sieht. Und das muss ich auch noch bemängeln. Was richtig scheiße ist, ist ja offensichtlich, und das ist kein Scheiß, dass man
jede einzelne Komponente zum Reparieren manuell auswählen muss, es sei denn, man gibt ordentlich Kohle aus. Das ist natürlich scheiße. Warum kann ich das nicht so machen, dass man wenigstens eine Vollreparatur hat im Match? Ja. Und irgendwie unbegrenzt für Premium oder so, oder für Gold. Ja, die man sich dann kaufen kann. Finde ich ehrlich gesagt scheiße. So, Wartezeiten sind auch lächerlich. Gut. Das Spiel ist schon ein paar Monate auf dem Markt, aber offensichtlich haben sich noch nicht allzu viele Leute dafür interessiert. Das ist natürlich schade. Aber muss man wohl durch, wenn man jetzt unbedingt dieses Spiel spielen will. So, was ich sehe ist, wir haben Mr. Wizard wieder bei uns. Wir haben Azaz Gast, den habe ich jetzt schon vor 2 Tagen gesehen. Also man kann sich fast die Spielernamen merken, so wenig Spiele gerade. Das ist eigentlich schade. Aber wahrscheinlich ist das wirklich ein sehr spezielles Spiel. Ich denke mal, der Branchenriese hat auch den meisten Zulauf, nicht ohne Grund. Und hier ist einfach nicht so viel los. Das Spiel hat vielleicht zu wenig Werbung, ich weiß es nicht. Ich beschwere mich gar nicht über die Grafik. Grafik ist für mich nicht das Ausschlaggebende, sondern das Spielgefühl und so. Doch, das lässt sich ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ich will gar nicht eigentlich immer die ganze Zeit hier rummeckern. Jetzt habe ich es zu Genüge getan. Und die anderen Videos, ja, spare ich mir den Scheiß erstmal. So, jetzt werde ich mal zusehen, dass ich irgendwas spotte. Werde ich wahrscheinlich nicht, weil ich einfach viel langsamer bin als die anderen Kollegen hier. Jetzt schießt du mal irgendwo ins Nichts. Einfach so, okay. So, ich werde erst, wenn es wirklich drauf ankommt, runtergehen, weil ich nur ungefähr etwas über 2,5 Minuten unter Wasser bleiben kann. Und da das Schiff dadurch natürlich noch langsamer fährt und je tiefer ich gehe, ach so, okay. Ich dachte gerade, wie der fährt doch gar kein Submarine. Die Frage ist, komme ich da durch? Ich kenne diese Karte nicht so gut hier. Kein Spot bisher. Ich werde wahrscheinlich versuchen, tatsächlich dort durchzufahren. Irgendwo müssen sie ja kommen. Könnte auch sein, dass das jetzt eine absolut falsche Entscheidung war. Hier sind einfach zu wenig Spieler, als dass man jetzt großartig hier auf welche treffen würde. Wie schnell der auch ist, sehe ich gerade. Der Wahnsinn. Oh, da haben wir schon den ersten. Ehrlich gesagt war es jetzt gar nicht so clever, jetzt schon runter zu gehen. Wir haben zwar einen Spot, aber der Typ ist ja sonst wo. Hat aber auch nicht allzu viel Leben. Kriegt schon ordentlich auf die Fresse. Ist für mich auch noch viel zu weit entfernt, als dass ich da jetzt aufgehen würde. Okay. Ordentlich beschossen. Ich fahre hier tatsächlich durch. Ja, vielleicht kann ich ihn abpassen oder so. Aber es wird eine knappe Sache. Ich werde mal kurz auftauchen. Dauert jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 4-5 Sekunden, bis ich oben bin. Ja, nicht ganz. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit der Artillerie hier, also mit der Flak wegbekommen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich da auf ihn schießen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich schicke sie einfach mal raus. Und ich tauche wieder. Ich will mich ja nicht gleich hier entdecken lassen. So, gut, ich habe ohnehin fast vollständig... Oh, das ist ein Schlachtschiff. Fast vollständig aufgefrischt hier. Gut, ich müsste also noch um die 12 Sekunden warten.
Nein, nicht mehr ganz, aber... So. Ich schick's mal raus. Hier ein. Da ein. Und da auch noch ein. So, und jetzt habe ich natürlich erst den anderen gesehen. Die Intrepid habe ich auch schon gefahren. Oder bin ich auch schon gefahren. Werde ich auch ein Video machen. Also ich fahre jetzt so weit außen, wie es nur geht. Denn auch mit 3 Torpedos werde ich den Kollegen hier nicht versenken. So, und jetzt müsste ich mal langsam drehen hier. Ich hoffe, das reicht noch zum Aktivieren. Ey, bitte, 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 bitte. So. Der Kollege ist versenkt. Vielleicht schaffe ich einen anderen noch. Ich habe noch ungefähr ja, 1 Minute, wie man sieht. Er will sich jetzt nicht echt hinter der Insel da verpisseln. Doch, wird er aber. Ich schieße hier einfach ins Nichts. Der einzige Vorteil ist, dass man hier nicht getroffen wird. Ich werde um die Insel rumfahren. Ich werde dabei aber auftauchen. So schnell hier ein bisschen auffrischen. Hallo? So, Keule, Retreat, sag ich mal. Okay, jetzt steht er ohnehin. Ich hoffe, der reicht jetzt, um ihn fertig zu machen. Ehrlich jetzt? Der ist noch nicht weg! Ah, jetzt ist er weg. Gut. Oh, wir haben schon gewonnen. Eigentlich war die Runde besser als die davor. Immerhin ein Kill. Wir haben alle fertig gemacht, haben selber nichts verloren. Scheiße. Hätte ich mehr in die Mitte gezielt, aber wie gesagt, ich bin ja auch so mehr oder weniger so ein U-Boot-Noob. Ist halt, man ist es halt nicht gewohnt, wenn man überwiegend ein anderes Spiel spielt, sag ich mal, wo keine U-Boote drin vorkommen. Gut, hier gibt's noch MVP. Also wenn man halt die meisten Kills gemacht hat und so. Das gibt's auch noch. So, wie sieht's denn aus? Ich habe einen aufgedeckt gehabt. 4 Teile beschädigt. Das sind die Treffer und ein versenkt. Eigentlich nicht schlecht. War eine gute Runde. Sag ich schon mal, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne eure Hasskommentare hinterlassen. Ihr kleinen Steel Ocean Fanboys. Ja. Und alle anderen, ja, abonnieren, ne? Nicht vergessen. Würde mir helfen. Tut euch nicht weh. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten. Ich glaube, ich fahre jetzt auf die Intrepid, oder wie das Ding heißt. Ja, also dann, bis denn dann. Ciao, ciao.